Und Wissen ist ein Licht in der Dunkelheit, mutiger Reisender. Ich glaube, mein Essen ist vergammelt. Ach, das ist auch traurig. Ziehe ich mir erstmal zum Frühstück ein bisschen Kram rein. Oh, und dann gehen wir mal kurz an die Werkbank, bevor wir dann was trinken gehen. Und überprüfen, ob ich Läuselatschen bauen kann. Nein, ich brauche zwei Läuse. Na, ist ja toll. Eine hat natürlich nicht gereicht, ist ja klar. Das Problem ist, ich müsste jetzt zeitnah, bevor mein Fleisch vergammelt, eine Laus finden. Das ist ja eigentlich nicht so schwer, die laufen ja ständig dir irgendwo über den Weg. Aber das ist so wie immer, wenn du was brauchst, dann hast du alles, nur nicht das, was du brauchst. So ist das nun mal. Da hinten rennt eine. Die hat mich natürlich aus 100 Kilometer Entfernung hatte ich mich natürlich gesehen, ist ja klar. Was wackelt denn da? Das ist bestimmt ein Marienkäfer. Oh, ich brauche doch nur eine Laus, Mensch. Warum? Was willst denn du von mir? Wieso? Wieso bist du so schlecht gelaunt? Das weißt du selber nicht, ne? Ich wollte doch nur mal gucken, was hier unten Phase ist. Ich kann mich doch nicht erinnern. Ah. Okay. Ach, ich bin hier beim Ameisenhügel. Deshalb sind die hier so säuerlich angetan. Nein! Oh, ich bin so dumm, Alter. Gut. Alles für die Quest. Alles für die Quest. Was ist denn hier eigentlich? Ich gehe mal hier hoch. Ah, das ist hier so ein Aussichts... Es ist der Aussichtspunkt Deluxe hier. Mich würde interessieren immer noch... Warte mal, wo ist denn der... Kann ich von hier? Ne, warte mal, das hätte man aus dem... Ah, das war dumm, ne? Das hätte man oben vom Vogel aus, hätte man das wahrscheinlich sehen können. Da könnte ich hingehen. Das wird der Schuppen sein. Und da ist eine Spinne. Ich wollte den Holzpfosten. Den dachte ich, sehe ich vielleicht von hier. Weißt du? Holzpfosten und so. Weil es ist auch alles so unscharf. Das ist vielleicht ein Problem. Und ich bin nicht hoch genug. Vielleicht gehe ich dann doch mal. Moment, wo ist denn der? Hier, da ist die. Ja, lass mich mal ganz kurz. Ich habe da eine total. Was ist denn das? Das wäre interessant. Marienkäfer sind ja überall. Ich gehe mal aufs Vogelhaus. Vielleicht kann ich da sehen, was ich suche. Das wäre natürlich clever. Es wäre vielleicht auch clever, sich früher oder später, das ist aber, rede ich auch schon Jahre von, gefühlt, sich an einem Platz niederzulassen, wo es ein bisschen intelligenter erscheint. Aber hey, ich bin ja gerne ein Spätzünder. Bei solchen Dingen. Oh, wir müssen jetzt hier hoch. Damit wir da oben zum Vogelhaus kommen. Das dürfte ziemlich hoch sein. Was die Aussicht angeht, dürfte das wohl sehr... sehr passend sein. Da hinten ist der... Es ist unscharf, das ist voll lästig. Aber warte mal, es könnte sein... Moment, wir wechseln mal zur Freecam. Okay. Ah, nee, auch nicht, oder? Fotoeinstellungen. Nee. Ja doch, es ist ein bisschen besser. Holzpfosten. Ja, das wird da nicht sein.
kommt man da überhaupt hoch? Ist das da dann? Ne, da ist ja die Wand, da kann man auch nicht hoch. Da kommt man auf jeden Fall darüber, dann kann man bestimmt da hoch. Dann gehen wir vielleicht mal hinter den Teich. Da hinten ist der, aber ich sehe immer noch keinen Holzpfosten. Wo ist denn der Liegestuhl? Ah, da oben ist der, das ist bestimmt der Stuhl, der gemeint ist, oder? Zeig dir mal, es muss doch diesen Pfosten muss es doch irgendwo geben. Da unten ist das Empfangsding. Kannst von hier auch nicht sehen, das ist halt vielleicht auch ein bisschen doof. Aber zumindest da sind die Lasergeräte. Irgendwo muss es hin. Oder die Kellenschlucht, das wäre auch toll. Geht ja nur um die Leuchtfeuer. Aber vielleicht ist das auch da oben. Können wir mal in die Richtung gucken. Scheint auf jeden Fall alles ziemlich groß zu sein. Na gut. Habe ich das überprüft? Gehe ich mal gerade... Aua, wieder zurück. Ich hätte da eine Frage, und zwar... Ich bin ja nicht sowas. Und das hier ist das Kiesel. Ja, das ist ein Kiesel. Das ist natürlich nicht das, was ich suche. Ich suche natürlich eigentlich irgendwas Sprödes. Wenn wir jetzt mal hier ins Wasser gehen. Ich meine, es gibt bestimmt einen anderen Weg auf die andere Seite. Mir fällt jetzt aber spontan gerade keiner ein. Also ist der Weg hier für mich praktikabel. Das ist praktikabel. Naja, oh, ich wollte Läuselatschen bauen, ne? Das ist auch so eine Sache. Ich krieg das nicht hin. Nee, ich gehe jetzt... Warte mal, wenn ich jetzt zurückgehe... Ja, nee, doch, wir machen das jetzt. Oh, jetzt bin ich auch noch runtergestürzt. Ja, wir meinen jetzt... Ich mache jetzt hier einen Abgang. Ciao. Ich gehe jetzt hier nach Hause. Schnauze voll. Ob der Weg jetzt hier der richtige ist, ist eigentlich eine andere Frage. Hier werden gleich Spinnen kommen oder irgend sowas, ne? Da hüpft eine Laus rum. Ich gehe mal in die Richtung. Vielleicht kommt man da hinten irgendwo durch. Ohne zu sterben. Was ist denn jetzt los? Aua, was wollt denn ihr? Drei! Wollt ihr mich verarschen? Ich habe ein kleines Stechmückenproblem. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Hab ein leichtes Stechmückenproblem. Kam jetzt ein bisschen unerwartet mit den Stechmücken. Muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Das kam unerwartet. Ich wollte ja eigentlich... Aber gut. Naja.
Wirklich, Stechmückenprobleme sind hier eklatant an der Seite. Dann müsste man die ganzen Pfeile mal wieder einsammeln. Die kosten ja auch Materialien, ne? So, jetzt passen Sie mal auf, junge Frau. Lassen Sie mich jetzt mal hier die Sache überprüfen. Ich habe da gar keine weiteren Interessen. Ich gehe jetzt mal hier rum. Was piept denn hier allzu? Hier ist ja irgendwo noch ein Labor, ne? Aber es ist auch nur ein Labor. Es ist wahrscheinlich kein... Moment, hier ist eine... Hier war irgendwas mit Spinne, ne? Ich guck mal gerade rein. Vielleicht sterbe ich, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Oh. Es könnte auf den Tod rauslaufen. Ist nicht auf den Tod rausgelaufen. Gehen mir alle ganz schön auf den Sack hier mit ihrem Scheiß. Big Spider, be careful. Ah, komm. Ja, komm. Was willst du? Oh, das ist jetzt natürlich nicht ganz so optimal gelaufen mit zweien. Und wenn ich nicht ganz so optimal meine, dann meine ich scheiße. Habe ich erwähnt, dass ich damit scheiße meine? Wartet mal kurz. Ich habe ja hier auf der 7 was zur Heilung. Dich mache ich auch fertig, da kannst du dich drauf verlassen. Oh. Wie viel von denen gibt's denn hier noch? Meine Hose ist kaputt. Spawnt hier einfach so oft, dass das nicht aufhört oder was? Ich finde das nicht richtig. Nein, nein. So, jetzt warte. Da ist ein Bombardierkäfer. Hier bei dir wollte ich was gucken. Das ist, ach, das ist Frankenline, ja, jetzt verstehe ich's. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Was das heißt. Jetzt ist es mir klar. So, warte mal, jetzt bin ich, jetzt da, ne? Ja. Was ist denn das hier? Das ist der Gartenzwerg. Hier sind Viecher unter der Erde. Ja, zu Hause bin ich da hinten. Hier gibt es wieder Mücken. Mücken finde ich übrigens super. Nicht. Ja, und da habe ich auch schon eine getriggert. Ah. Geh mir doch nicht auf den Sack, Mädel. Das ist doch super lästig. Au, au. Vor allen Dingen endet das doch sowieso immer darin, dass ich dich töten muss. Das ist doch einfach unschön. Das hätte doch auch nicht sein müssen. So, warte, der eigentliche... Oh.
Ja, sensationelles Generve ist wirklich schlimm. Was ist denn das für ein Geräusch? Ah, das ist das. Ist. So. Haben wir jetzt das Mückending erledigt? Ich muss jetzt mal gerade hier auf den Stein. Da oben. Da ist doch so ein... Warte mal, wie komme ich denn da jetzt hin? Ja. Ganz entspannt, Digi. Ganz entspannt. Achso, gedrückt halten, ja. Man sollte einfach lesen, das könnte helfen. So, jetzt hätte ich gerne ein bisschen Leben, wäre schön. Wie sieht's denn aus? Das ist eine Wolfsspinne. Guck an. Getötet 3 von der Position aus, wo ich mich befinde, ist ein Töten der Wolfsspinne vielleicht eher die mieseste Idee der Welt. Aber ich habe zumindest das Ding gefunden. Ich bin jetzt allerdings nicht sicher, ob es das Richtige ist. So, in die Richtung kommt man da hin, da ist der Sandkasten, da ist das. Wir müssen dann wahrscheinlich da Richtung Grill, ne? Da ist dann, das wird der Weg sein. Da gab es da, glaube ich, einen Aufgang. Das wird wahrscheinlich der Weg sein. Ist meine Tendenz. Das heißt, theoretisch wäre man ja hier so ein bisschen schon richtig. Aber auch nur so ein bisschen. Man kann vielleicht auch den Apparat ausstellen. Weiß ich aber nicht, sehe ich nicht. Ah. Junge, 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 du bist auch. Du bist so ein bisschen echt lästig. Ja, das ist wie mit Gullivers Reisen hier. Ah, jetzt. Herr im Himmel, ist das lästig. Ich habe das Gefühl, beim Gartenzwerg könnte auch irgendwas sein. Da ist die Kassette, da bin ich immer hoch, hoch und runter. Da ist aber noch eine Mücke zwischendrin wahrscheinlich, wenn ich das da so richtig sehe. Ah ja, das ist ein Glühwürmchen. Okay, das lasse ich jetzt mal. Da hinten ist irgendwas grün. Ah, Glühwürmchen, ja, ist klar. Logische Schlussfolgerung. Marschieren wir mal hier weiter. Müssen wir aufpassen. Hier gab es irgendwo... Genau das wollte... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wollte... Au, ich habe den Apparat gefunden. Da ist der Schwierigkeitsgrad sehr gering, da kommen nur Ameisen. Aber ich bin halt echt tot und habe keine Rüstung. Ist das Ding jetzt markiert? Ja gut, das ist schön. Dann kann ich ja das nächste Mal einfach direkt hinrennen. An den Apparat.